Perfekt. Ups, was? Nein, Papier. Und? Ich wollte dich doch werfen. Nummer 2. Ach, verdammt. Ah, es nervt. Das ist das, was ich meine. Dass da manchmal einfach der Hammer rausgenommen wird, weil man noch die linke Taste gedrückt hält. Komm mal her. Na also, jetzt. So, hier kommen wir rein und bekommen eine Schatztruhe. Dafür habe ich das Ganze gemacht. Aha. Toll. Ganz toll. Vielleicht kann ich die Kisten noch gebrauchen, dann hole ich die wieder her. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal weiter zur eigentlichen Quest. Verdammt, ich habe gedacht, das wäre vielleicht der erste Schlüssel oder so. Ah, okay. Hier oben dürfen wir bestimmt wieder kämpfen. Nein, es ist relativ ruhig. Hey! Wer war das? Ach, das war doch der andere. Der hat mir doch schon mal was geklaut, oder nicht? Wer ist denn er? So, wir sind im Questbereich. Gehen jetzt erstmal hier hinein. Wir dürfen das hier auslösen. Dann entstehen Laser. Es bleibt ausgelöst. Fragt sich, ob das Ganze auf Zeit ist. Ah, hier. Ah, wir sollen den Lasern sozusagen folgen. Von einer Platte zur nächsten. Verstehe. Oh, das ist interessant. So, dann müssen wir dort oben rauf. Wie soll ich denn das schaffen? aha. Ich muss hier irgendwas vorschieben. Die Frage ist was? Irgendwie die Laser ausschalten. Nee, das wird so nichts. Okay, einfach weg, einfach weg. Einfach weg. Oh, Gott sei Dank. So, dann geht der nächste Laser nach da. Das heißt, wir müssen dort oben rauf. So. Meine Fresse. Hä? Angeblich hier. Ach da. So. Dann sollen wir hier rauf. Und dürfen durch. Ah, okay. Danke. Ja, wie man das jetzt hätte machen müssen mit den Lasern auf... irgendeine andere Weise weiß ich nicht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Aber wir haben es geschafft. Mein Gott. Okay, untersuche Ares Schatzkammer. Wir sind fertig. Ich habe echt mehr erhofft, beziehungsweise gedacht, dass hier mehr kommt. Dass wir mehr machen müssen, als nur ein paar Laser verfolgen. Da war das andere doch ziemlich weitreichend. Ach, guck mal.
Das nehmen wir natürlich alles mit. Dankeschön. Ah ja. Treffer. Mit Blitz versenkt. Schade, nur einen getroffen. Ach komm, lass es. So ist gut. Okay, ich muss weg hier. Zumindest vorerst. So, jetzt ist er dran. Okay. Guti. Du bist das nächste Objekt meiner Begierde. Na also, geht doch. Puh. Aber das war noch nicht das Ende. Naja, schmeiß mal. Der ist aber ziemlich umherschwingend, der Typ. So, Ruhe. Wir kommen der Schatzkammer immer näher. Keiner kann uns aufhalten. Und wir essen Granatapfel, bis wir voll sind. Granatäpfel, nicht Apfel. Okay. Was finden wir hier? Außer den Tod. Hey! Halt! Dieb! Hey, Bruderherz, ich gebe auf. Legyron? Unmöglich! Ich sah dich! Du warst auf Stein! Du lebst! Oh, hab ich dich verletzt? Ha! Natürlich nicht! So leicht gebe ich mich doch nicht geschlagen. Schon gar nicht dir. What? Was ist los? Nun, die Mannschaft wurde zu Stein verwandelt. Ich habe was mit dem Orakel geraucht. Mehr weiß ich nicht. Er ist allerdings nicht wirklich ein Orakel. Was machst du hier? Hat er etwas über mich gesagt? Nein. Nur wie furchtbar die Lage ist. Und laut der Prophezeiung wird nur der wahre Held siegreich sein. Also... Du meinst... Ich bin hier, um uns zu retten. Deshalb bin ich dem Steinfluch entgangen. Ich weiß nicht. Die Prophezeiung sagte, der Held hätte Makel. Du hast noch nie auch nur einen Fehler gemacht. Komm schon. Es hieß ältestes Kind der Thetis. Ich bin der älteste Sohn. Und weises Kind überzeugt, das meint dich. Ich muss dich davon überzeugen, dass ich dieser Held bin, klar? Nur, dass ich kein Kind bin. Natürlich nicht. Keine Prophezeiung stimmt vollkommen. Nehme ich an. Aber dir fehlt ganz eindeutig der geflügelte Bote. Falsch. Die Dinge habe ich von einem Greif.
Bei Hades, das ist die limitierte Version. Kann Hermes seine Schuhe nicht anbehalten? Oh, dachtest du, die Prophezeiung handelt von dir? Nein, dachte ich nicht. Dann besteht kein Grund zur Sorge. Du willst es ohnehin nicht mit diesem riesigen roten Monsterding aufnehmen. Typhon! Es ist verrückt. Wusstest du, dass es hier echte Götter gibt? Ja, ich helfe gerade einem von ihnen. Ich suche nach einem Fährtenlesegerät, um einen Dieb zu finden, der Ares Essenz stahl. Wie sieht sie denn aus? Mal sehen. Dann bist du also der Dieb. Auf so einer Insel kann man nie wissen, was man noch brauchen wird. Ich finde, ich bin echt einfallsreich. Das ist allerdings Ares Essenz. Nimm sie. Hör mal, du musst diese Bürde nicht länger allein tragen. Überlass mir den Rest. Ich weiß, dass du kein guter Kämpfer bist, Schildträger. Ich habe heimlich geübt. Ich konnte es dir nur nie zeigen. Die Götter werden mir danken, wenn ich ihre Essenzen finde und ihr Typhon stellen. Ich glaube dir. Gut. Du ziehst los und findest diese Essenzen. Ich werde etwas von dir brauchen, wenn die Götter zurückverwandelt sind. Wir treffen uns auf einem schneebedeckten Berg. Du kannst mir helfen, Typhon zu besiegen. Oh, ja, das klingt gut. So gefällst du mir. Zwei Schwerter sind besser als eines. Nun eher anderthalb Schwerter. Ein Familientreffen. Ihr habt die Essenz des Ares. Aber hat auch jemand an Kuchen gedacht? Och, beachtet mich nicht. Ich nehme mir einfach etwas. Ich erledige sie. Nein, mach dich auf den Weg. Ich bleibe und kämpfe. Was? Aber... Geh! Ich schaffe das! Bitte überlass mir das einfach. Musste er das mir überlassen? Verdammt noch eins. Ui! Okay. Ist nicht euer Ernst. Stellvertretergeist des Tartaros. Okay, ich kann ihn schon mal verletzen. Das Ding ist einfach, dass ich ihn vernichten möchte und nicht den vollen Kyklopen. Denn danach wird er sowieso wieder neu spawnen. Wow. Okay, was trinken ist nie verkehrt. Vielleicht sollte ich mich auch mal wieder an Verteidigungsgetränke wagen. So, lauf da. So ist gut. Gibst dich mit Hühnern und Bären? Was willst du mit denen? Willst du einen Bauernhof führen? Sieh nur. Gewonnen. Stellvertretergeist des Tartaros ist besiegt. Mich gerettet. Ich musste sehen, was aus meiner Festung geworden ist. Wie vermutet, wimmelt es von Schergen. Der Teppich ist sicher ruiniert. Hast du das Fährtenlesegerät? Ich brauchte es nicht. Ich traf den Dieb und es war
Halt dich fest, mein Bruder. Er war nicht verflucht. Ah, das war also dieser verdächtige Sterbliche, mit dem du geredet hast. Er will, dass ihr allein gegen Typhon kämpft. Ist er lebensmüde? Wenn du wüsstest. Er hat bisher noch alles geschafft. Nun, du hast etwas vollbracht, das ich für unmöglich hielt. Ja? Ich stand hier und dachte, es wäre hoffnungslos, weil alles gegen dich sprach. Ich wartete auf dein Scheitern. Und dann sah ich meine Statue und dachte an das, was du gesagt hast. Ich dachte, Phoenix weiß nicht, ob er Erfolg haben wird und gibt doch nicht auf. Das ist Mut. Und in diesem Moment, ich hätte mit den Fingern geschnipst, wenn ich welche hätte, hatte ich genug davon, ein feiges Huhn zu sein. Du hast ja keine Ahnung, welche Zerstörung diese Hände einst brachten. Das bebende Fleisch, von dem sie kosteten. Ich kann's mir vorstellen. Sie schaden nicht länger. Sie machen gar nichts mehr. Und damit kann ich nicht leben. Genug gegaggert. Ich habe genug davon, ein Huhn zu sein. Ja, das ist Kampfgeist. Dann freust du dich sicher, dass ich das hier habe. Ich spüre ihre Macht. Schnabelhaft. Ich meine, fabelhaft. Du erhältst zum Dank meinen Segen. Du hast ihn dir verdient, Krieger. Ares Wildheit. Danke, Ares. Und jetzt verschwinde ich von hier. Wir sehen uns in der Halle der Götter. Dort verwandle ich mich zurück. Und aus Huhn wird Hühne, aus Federn Finesse, aus Schnabel Schlagkraft, aus Eiern Epos, aus... Vorsicht, du willst doch nicht, dass Aphrodite zur Vegetarierin wird. Wir sehen uns dort. Als Ares triumphal zur Halle der Götter zurückkehrte, musste Phoenix daran denken, was der Gott des Krieges ihm beigebracht hatte. Dass es Unmengen schlechter Hühnerwitze gibt. Dass wahrer Mut nicht die Abwesenheit von Zweifeln ist, sondern ihre Überwindung. Ares mag nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen, aber am Ende kämpft er immer für die richtige Seite. So sieht es aus. Und wir haben es geschafft. Damit ist Ares komplett fertig und wir haben den letzten Segen bekommen. Da ist er nun. Die Kombo-Anzeige erhält nach 84 Treffern eine vierte Kombo-Phase. Super, falls ich jemals die Trefferanzeige dann vollkriege. Wir gehen zur Halle der Götter, denn dort sollen wir Ares jetzt dabei zuschauen, wie er sich zurückverwandelt. Und theoretisch müssten wir nicht mehr in Ares' Gebiet zurück. Nur noch für die ganzen Truhen, die Gewölbe des Tartaros können wir dorthin zurückkehren. Und im Grundsätzlichen werden wir das auch tun. Erzähl mir noch eine Geschichte von Heldenmut, kleines Hühnchen. Ich? Oh, ich weiß nicht. Einmal habe ich einen besonders finsteren Wurm angegriffen. Oh, wie aufregend. Wirklich? Na gut. Aber der Wurm schlug zurück. Er wickelte sich um meinen Knöchel. Ich dachte, er wollte mich erwürgen. Es kam zu einem Pickgefecht. Und hast du den weichen kleinen Wurm erlegt, mein furchtloser Vogel? Erlegt? Nein. Aber fast hätte ich mit meinen Krallen seine Haut zerfetzt. Ein Sieg für die Ewigkeit! Naja. Du bist hier! Nicht in einem Stück. Ich habe kahle Stellen von stressbedingtem Federausfall. Vielleicht, weil Aphrodite hier ist? Still! Nein! Wie sehe ich aus? Für ein Huhn? Ganz passabel. Aber gleich wirst du besser aussehen. Warum nicht? Hör mal, es fällt mir schwer, mich zu bedanken. Aber du hast viel Gegacker ertragen müssen. Jedes Bock war es wert. Gut, nun befreie mich aus diesem gaganten Hühnerkostüm. Hm.
Für die tobende Schlacht brauche ich einen mächtigen Gefährten. Ich beschwöre deinen rasenden Geist, Ares, Gott des Krieges. Kämpfe mit mir. Zum Schlachtfeld, gib mir eine Waffe! Ich muss etwas erschlagen! Jawohl, es wird nicht mehr lange dauern. Alles strömt wieder zu mir zurück. Weißt du schon, was du sagen wirst, um Aphrodite zurückzugewinnen? Ich habe vergessen, wie muskulös ich bin. Ich lasse meine Bauchmuskeln für mich sprechen. Freut mich, dass du wieder der Alte bist. Das verdanke ich dir, Phoenix. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch ein paar Aufgaben für dich. Bringen wir diesen Ort auf Vordermann. Nesthäkchen, abgeschlossen. So, damit haben wir schon mal zwei Götter wieder zurück. Topfschlagen ist die nächste Quest. Und Kikerikill. Willst du was kaufen? Ich hätte da was. Angegrauter Kiefer des Krieges haben wir zusätzlich erhalten. Ich guck mal, ob wir noch das ein oder andere aufwerten können, bevor wir den Part beenden. Ja, wir können unseren Bogen stärken oder sogar unsere Schwerter noch stärker machen. Das machen wir. Jede Menge Schaden für uns. Das ist völlig okay. Damit kann ich leben, selbst wenn das hier jetzt noch ein bisschen länger dauert. Zusätzlich können wir irgendwann bestimmt auch mal unseren Helm verbessern, wenn wir dann noch ein paar lila Scherben finden. Das dauert leider noch eine Weile. Aber hey, wir haben auch schon fast wieder genügend goldene Scherben, um die Pfeile zu erhöhen oder aber die Trankkapazität. Die Schwerter werden immer besser. So, jetzt werden uns auch lila Monster nicht mehr so viel ausmachen. Das kann ich nicht erweitern, dafür brauchen wir noch zwei Ambrosia. Ach, hi, Athena, schön dich zu sehen. Wir werden schon mal alle Tränke wiederholen. Sehr gut. Können wir abbrechen. Und wir haben noch 6 Bernstein. Kann ich die irgendwo versenken? Eigentlich nicht, ne? Für das meiste brauchen wir 7 oder sogar 14 und 9. Das dauert noch. Die Münzen des Hades. 12 Stück. Immerhin. Das heißt, auch hier können wir wieder eine weitere Fähigkeit mit reinholen. Ich würde jetzt gerne das von Ares haben. Es macht doch Spaß mit dem aufgeladenen Zorn, zumal es dann noch mehr Schaden macht. Das lohnt sich richtig. Und wenn wir erstmal eine riesige Ausdaueranzeige haben, dann ist mir der Rest egal, ob wir da wirklich viel Ausdauer ausgeben müssen oder nicht. Verbesserter aufgeladener Zorn des Ares. Und uns fehlen noch 3 Blitze, um die Ausdauer zu erhöhen. Gut, damit haben wir jetzt alles wieder so weit auf Vordermann gebracht. Wir können uns jetzt wieder auf den Weg machen, um dann auch das für Athena endlich fertig zu machen, damit sie dann auch endlich wieder eine Göttin wird. Und dann haben wir nur noch Hephaistos vor uns. Natürlich, die ganzen Schätze und Gewölbe des Tartaros, aber die können wir auch später noch machen. Bin erstmal froh, wenn wir das alles hier einigermaßen abgeschlossen haben. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich.